In diesem Video beschäftigen wir uns mit der mittleren Änderungsrate des Weges. Du erinnerst dich bestimmt noch an die Wegzeitfunktion und nun wollen wir ausgehend von zwei Punkten auf dem Funktionsgraphen die mittlere Änderungsrate des Weges bestimmen und schließlich auch deuten. Dieses Video hilft dir, um beim Arbeitsblatt den hier gelb markierten Bereich auszufüllen. Wir haben folgende Wegzeitfunktion gegeben. In diesem Video beschäftigen wir uns mit den Punkten B und D. Die Koordinaten des Punktes B lauten 3 und 10, die Koordinaten des Punktes D 7, 15,8. Diese Punkte verraten uns eigentlich schon recht viel. Und zwar deshalb, weil die Achsen eine Bedeutung haben. Hier auf der horizontalen Achse, der sogenannten ersten Achse, ist die Zeit aufgetragen. Auf der zweiten Achse ist der zurückgelegte Weg aufgetragen. Punkt B beschreibt also eine Situation, in der eine Person nach 3 Stunden 10 Kilometer zurückgelegt hat. Also von einem bestimmten Ausgangsort hat diese Person nach 3 Stunden 10 Kilometer zurückgelegt. Punkt D beschreibt eine Situation, in der eine Person nach 7 Stunden 15,8 Kilometer zurückgelegt hat. Möchte ich nun wissen, wie viel Kilometer die Person von hier nach hier zurückgelegt hat, kann ich mir das mit den Koordinaten der beiden Punkte berechnen. Ich brauche dafür nicht mal den Funktionsgraphen, ich könnte ihn eigentlich sogar ausblenden. Das heißt, ich möchte mir jetzt berechnen, wie viel Weg im Zeitintervall von 3 bis 7 zurückgelegt wurde. Also s von 7 minus s von 3. Das sind 15,8 minus 10, also 5,8 Kilometer. Und das ist Delta S, die absolute Änderung des Weges. Wir möchten aber nicht die absolute Änderung berechnen, sondern die mittlere Änderungsrate. Mittlere deutet darauf hin, dass wir zwei Punkte haben. Diese beiden Punkte befinden sich an den Grenzen des Intervalls. Und das sind auch die einzigen Punkte, die uns interessieren. Es interessiert uns nicht jeder einzelne Punkt hier in diesem Intervall, sondern eben nur die Grenzwerte. Und um die mittlere Änderungsrate des Weges berechnen zu können, legen wir mal eine Gerade durch diese Punkte. Das Wort Rate, also Änderungsrate, deutet darauf hin, dass die Änderung in einem bestimmten Zeitintervall berechnet wird. Hier von 3 bis 7 Stunden. Wir berechnen also die Änderung des Weges in einem bestimmten Zeitintervall. Delta S, S von 7 minus S von 3 durch Delta T, also 7 minus 3. Das sind 5,8 durch 4. Ich habe gleich Platz gelassen für die Einheiten. Die Einheit des zurückgelegten Weges sind Kilometer, die Einheit der Zeit sind Stunden. Das Ergebnis ist also 1,4 Kilometer pro Stunde. Nimm dir einen Augenblick Zeit zu überlegen, was dieses Ergebnis bedeuten könnte. Pausiere hierfür das Video. Dann blende ich nun alles aus, das Ergebnis noch zur Erinnerung und ich blende nun auch den Funktionsgraphen wieder ein und wir stellen fest, dass diese Gerade der Sekante durch den Funktionsgraphen durch die Punkte B und D entspricht. Und dass Delta S durch Delta T nichts anderes ist als die Steigung dieser Sekante. Schreiben wir das mal hin. Wir haben uns berechnet, die Steigung der Sekante durch die Punkte B und D mit dieser Formel. Bringen wir jetzt ein bisschen Bedeutung hinein. Was bedeutet es, wenn wir uns die Steigung dieser Sekante berechnen? Das ist die mittlere Änderungsrate. Von was? Des Weges, also von S. Rate also in einem bestimmten Zeitintervall, in diesem Fall von 3 bis 7. Schreiben wir das hin. Das ist die mittlere Änderungsrate von S im Zeitintervall von 3 Stunden bis 7 Stunden. Jetzt fehlt nur noch die physikalische Interpretation.
für die mittlere Änderungsrate des Weges im Zeitintervall von 3 Stunden bis 7 Stunden hatten wir also das Ergebnis 1,4 Kilometer pro Stunde. Diese Einheit kommt dir bestimmt bekannt vor. Es ist eine Einheit der Geschwindigkeit. Und salopp formuliert ist die mittlere Änderungsrate des Weges auch die Durchschnittsgeschwindigkeit. Schauen wir uns das genauer an. Hier ist nochmal der Funktionsgraph von S gegeben. Zu Beginn des Intervalls wird relativ viel Weg in kurzer Zeit zurückgelegt. Gegen Ende des Intervalls wird fast gar kein Weg mehr zurückgelegt. Zum Zeitpunkt t gleich 7 wird für eine kurze Zeit sogar gar kein Weg zurückgelegt. Die Geschwindigkeit ist dann also 0. Wenn die Geschwindigkeit 0 ist, bewege ich mich nicht, also lege ich keinen Weg zurück. Insgesamt, wenn man sich eben so bewegt, wie es die Wegzeitfunktion S beschreibt, wurde aber in diesen 4 Stunden 5,8 Kilometer zurückgelegt. Das war unser Delta S. Betrachten wir nun die Gerade, diese Kante durch die Punkte B und D. Wir können diese ebenfalls als Wegzeitfunktion interpretieren. Wir legen in gleichen Zeitintervallen immer gleich viel Weg zurück. Man spricht dann auch von einer konstanten Geschwindigkeit. Wir bewegen uns hier also mit einer konstanten Geschwindigkeit, die genau der Durchschnittsgeschwindigkeit entspricht. Und nach 4 Stunden habe ich dann ebenfalls 5,8 Kilometer zurückgelegt. Fassen wir also zusammen, die mittlere Änderungsrate des Weges ist die durchschnittliche Geschwindigkeit oder mittlere Geschwindigkeit. Und die durchschnittliche Geschwindigkeit im Intervall von 3 Stunden bis 7 Stunden ist 1,4 Kilometer pro Stunde. Ich kann es auch mit zurückgelegtem Weg formulieren. Hierfür müssen wir nur die Einheit ein bisschen zerpflücken. Es heißt 1,4 Kilometer pro Stunde. Also in einer Stunde lege ich 1,4 Kilometer zurück. In 4 Stunden würde ich dann viermal so viel zurücklegen, eben 5,8 Kilometer. Schreiben wir auch diesen Zusammenhang hin. Pro Stunde werden im Zeitintervall von 3 Stunden bis 7 Stunden durchschnittlich 1,4 Kilometer zurückgelegt. Dann bist du nun top vorbereitet, um den hier gelb markierten Bereich am Arbeitsblatt auszufüllen. Beachte, dass du andere Einheiten hast und dass deine Wegzeitfunktion ein bisschen anders aussieht. Dann bis zum nächsten Video.